Auftritt einer weiteren Farbe in Form eines aufwärts zeigenden Dreiecks mit ungleichen Seiten. Wie klingt Zitronengelb? Ein helles Zitronengelb, kein Lichtstrahl, der einen Weg zurücklegt, sondern ein Dreieck, das für sich steht im Raum. Daneben wächst und knospet ein zartes schwarzes Pflänzchen. Er blüht strahlenförmig, strebt und reckt sich mit seinem ganzen Wesen nach oben. Während das entwurzelte, bereits langsam welkende zweite Pflänzchen darunter horizontal in den imaginären Boden sinkt. Aber noch haben die nackten Wurzeln nicht alle Hoffnung auf Wasser und schützendes Erdreich aufgegeben.
Ton bricht auf und streckt sich wie ein junger Keimling aufwärts zum Licht und zur Sonne hin, die farblos über ihm schwebt, vergleichsweise winzig oder sehr weit entfernt als Seeigelgehäuse, das der wesentlich stärkere Keimling jedoch nicht verdeckt, sondern stattdessen lieber selbst aufbricht in zwei Blätter, die einer Fontäne gleichen, womit die wurzelschlagende Pflanze zur Wasserfontäne wird, die sich in die Verneigung vor der Sonne in funkelnde Tropfen verwandelt, die zu Boden fallen und den jungen Keimling stärken.
In die Stille des leeren Raumes erhebt sich eine Klangfeder. Eine einzelne Feder, kein rauschender Flügelschlag, eine einzelne Feder. Der Klang einer einzelnen Feder. Sie fußt im linken unteren Blattrand und federt nach links oben aus. Oder wir haben sie umgekehrt und folgen den parallelen Ästen, die alle auf einen Schaft zulaufen, bis die Federfahne allmählich zum festen Federkiel wird. Ganz egal, wo wir sie zu spielen beginnen, endet die Klangfeder, wo sie angefangen hatte, in der Stille des leeren Raumes.
Nun stellen sich zwei schwarze organische Formen und zwei lichtgelbe geometrische Formen gegenüber. Neugierig bewegen sich die beiden schwarzen Formen auf die gelben zu, die sich jedoch vor ihnen trotz ihrer scheinbaren Harmlosigkeit zu fürchten scheinen und zurückweichen wie der Elefant vor einer kleinen Maus. Ein Gelb zieht sich lang und bildet eine Wand, die das andere Gelb hinter ihm, ein kompaktes Rechteck, schützt und voller fragenden schwarzen Neugier abschirmt. Trio Furiosum Graphit, ein Klangfeuerwerk für Trio. Kräftige Striche aus zwei Epizentren werden von Schlingen und Schlaufen umfangen. Am dunkelsten sind die zu oberst liegenden Striche, während die darunterliegenden, in sich kringelnden Schichten immer zarter und fragiler werden, je tiefer wir ins Papier eintauchen. Nur am Rand und in den Lücken schimmert das Karo-Muster des Papiers hindurch. Die drei Stimmen dieses Trios lassen sich nicht entwirren. Wo ist der Anfang, wo das Ende, wo oben, wo unten beginnt es mit einem lauten Knall und verläuft es sich in den heller werdenden, sich immerfort wiederholenden Windungen? Oder spielt sich all das zugleich ab? In und übereinander geschichtet. Thank you.
4x4 Quadrate. In der ersten Reihe huscht etwas, immer gerade noch nicht oder nicht mehr ins oder aus dem Bild. Schwarze oder weiße Lebewesen, von links nach rechts oder umgekehrt. In der zweiten Zeile scheint es zunächst noch so weiterzugehen, doch dann kippt die Perspektive nach einem leeren Quadrat. Und wir blicken aus der Vogelperspektive hinunter auf seltsame Formationen. Bevor in der Mitte der nächsten Zeile wieder alles zur Bewegung wird und wir schräg hinuntergeweht werden oder sanft fallen in die letzte Zeile, die zugleich die erste sein könnte, wenn wir alles drehen und das Bild rückwärts zu lesen beginnen, von unten nach oben, bis wieder alles zur Bewegung wird, die immer gerade noch nicht oder nicht mehr ins oder aus dem Bild huscht. Auftritt in Form eines Dreiecks. Wie klingt ein helles Dreieck? Daneben zartes, strahlenförmig.
eine blutrote Sonne zergeht lückenhaft. Am Ende die Sonne, das Weiß. Ein Ton wie zum Über ihm oder das Nicht, zur Wasserfontäne vor der Sonne. In die Stille erhebt sich Flügelschlag, der Klang und federt. Wir hören zu. Zwei, neugierig auf ein Gelb.
und schichten wir Stimmen der Anfang. Immer gerade in der noch so und wir in der Mitte, wenn wir zu lesen beginnen. Ein Ton bricht auf und streckt sich mit seinem ganzen Wesen nach oben, in die Stille des leeren Raumes, zurückweichen wie der Elefant vor einer kleinen Maus. Wie klingt Zitronengelb, spielt sich all das zugleich ab, in und übereinander geschichtet? Immer gerade noch nicht, oder erhebt sich eine Klangfeder, der Klang einer einzelnen Feder? Ein Ton bricht auf und streckt sich mit seinem ganzen Wesen nach oben, in die Stille des leeren Raumes, zurückweichen wie der Elefant vor einer kleinen Maus. Wie klingt Zitronengelb? Spielt sich all das zugleich ab, in und übereinander geschichtet? Immer gerade noch nicht, oder?